Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andreas von Top 3 Gadgets und in diesem Video zeige ich dir drei Gadgets, die definitiv unsere Zukunft prägen werden. Alle Gadgets sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Das erste Gadget ist der Link Square. Was ist im Essen drin? Aus welchem Material besteht dieser Gegenstand? Was früher Wissenschaftler in einem Labor untersucht haben, kann schon bald ein handlicher Scanner. So in etwa der Link Square, der auf Infrarotspektroskopie basiert und damit Moleküle identifizieren kann. Man kann testen, ob Fleisch noch frisch ist, Edelsteine echt und woraus ein Drink besteht. Spannend wird die Technik dann, wenn sie in jedem Smartphone eingebaut ist. Damit man einfach und schnell scannen kann, wie viel Kalorien das Menü auf dem Teller hat, was in der Tablette drin ist oder ob der Euroschein gefälscht ist. Ein tolles und nützliches Gadget. Den Link Square kann man auch schon kaufen, allerdings bis jetzt nur in den USA. Das nächste Gadget ist ein Roboter namens BeanQ. Millionenfach hat sich der intelligente BeanQ in China verkauft. Der Roboter ist für viele Einzelkinder zum besten Freund außerhalb des Kindergartens oder Schule geworden. Experten gehen davon aus, dass in ein paar Jahren fast alle Spielsachen künstliche Intelligenz eingebaut haben. Und dass digitale Freunde zum festen Bestandteil nicht nur des Lebens unserer Kinder werden, sondern beispielsweise auch im Alltag gegen das Gefühl von Einsamkeit helfen. Bisher ist der Roboter nur in China erhältlich. Ob und wann sich das bei uns in Europa durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich bin ich als Gadget-Fan offen für technische Sachen, aber den BeanQ finde ich schon etwas skurril. Das dritte und letzte Gadget ist ein intelligenter Spiegel. Gerade wird der Spiegel als multifunktionelle Projektionsfläche entdeckt. Schließlich stehen die meisten Menschen doch eine recht lange Zeit pro Tag davor, zumindest morgens und abends. Als Steuerfläche für Smartphone, um Infos und News anzuzeigen, aber auch um mit Augmented Reality Gesichter und Frisuren virtuell ändern zu können. Modiface zum Beispiel hat eine Lösung, die vorerst in der Beauty-Branche eingesetzt wird. Make-up, Haarfarben oder Frisuren, alles lässt sich virtuell simulieren. Verrückt wie ich finde, aber eine coole Idee. Gesichtsanalyse und Tutorials gibt's auch gleich auf dem Spiegel. Man lernt also direkt am Spiegel das Schminken und kann es 1:1 nachmachen. Genial. Das waren meine Top 3. Zusätzlich habe ich euch noch meinen Geheimtipp in der Videobeschreibung verlinkt. Welches Gadget fandet ihr am besten? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr hier ein kostenloses Abo dalassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.